Was haben Michel aus Lönneberger und Pippi Langstrumpf gemeinsam? Die Filmshow. Wir haben ja in den letzten 6 Monaten Filmshow mehrfach Biografien vorgestellt. Und beim Blick zurück sehen wir, wie unterschiedlich sich diese Filme ihrer jeweiligen Hauptfigur nähern. Nico 1988, Gundermann und Bohemian Rhapsody erzählten die Geschichten ihrer Hauptfiguren in einer entscheidenden Phase ihres jeweiligen kreativen Schaffens. Ganz ähnlich wie übrigens der kommende Kinofilm, die Filmshow, der Film. Niemals werde ich Transformer eine gute Kritik geben! Mit wesentlich weniger Lautstärke und an einem ganz anderen Abschnitt beleuchtet Regisseurin Pernille Fischer-Christensen die legendäre Hauptfigur ihres neuen Kinofilms Astrid. Und zwar Astrid Lindgren. Astrid Eriksson, zunächst noch, ist eine eigenwillige, selbstbewusste junge Frau, als sie das Angebot, in einer Lokalzeitung zu arbeiten, annimmt. In Amerika rasen die Züge bekanntlich mit einer so entsetzlichen Geschwindigkeit dahin, dass Tage und Nächte wie weiße Striche und schwarze Striche vorbeisausen. Nun, das tat dieser Zug nicht. Er fuhr mit einer absolut angemessenen Geschwindigkeit dahin, die es einem ermöglichte, die hübsche Natur Smalllands zu genießen. Hin und wieder kam man zu einer kleinen Station. Mit einem roten Bahnhofsgebäude, das über und über mit Girlanden geschmückt war. Und voller Menschen war, die schauten und winkten. Du schreibst gut. Astrid verliebt sich in den wesentlich älteren Chefredakteur. Und es passiert, was nicht passieren soll und was ein Skandal war. Vor allem 1926. Ich muss von hier weg. Ich kann hier nicht bleiben. Was soll ich... Was mache ich mit meinem Bauch? Wenn er wächst, ich kann mich nirgendwo mehr blicken lassen. Im weiteren Verlauf des Films sehen wir die frühen, schwierigen Lebensjahre im Erwachsenenalter der späteren Jahrhundertschriftstellerin. Du musst ihn nicht heiraten. Du kannst dein Kind in Dänemark lassen, bei uns bleiben und alles vergessen. Du willst... Ich soll also tatsächlich mein Kind im Stich lassen? Astrid weigert sich, ihren noch verheirateten Liebhaber zu ehelichen und bringt das Kind nicht nur heimlich in Dänemark zur Welt, sondern lässt es dort zunächst bei einer Kinderfrau. Gespielt von der großen Trine Dirholm, die auch so gekonnt Nico dargestellt hatte. Ich komme so schnell ich kann. Ja. Hauptdarstellerin Alba August, Tochter des bekannten Regisseurs Bille August, trägt den Film mühelos. Dabei ist der Mut, den Astrid Eriksson, später Lindgren, aufbringen muss, nur mit vielen Mühen machbar. Hier zeigt sich das Anliegen dieses Biopics, denn der Film heißt nicht umsonst international Becoming Astrid. Wir sehen einer jungen Frau dabei zu, wie sie das Fundament dafür legt, eine große Kinderbuchautorin zu werden. Eine starke, eigenwillige Frau, angetrieben durch die Liebe zu ihrem Kind, zu ihren Kindern und letztlich zu allen Kindern. Auf die etwas bemühte Rahmenhandlung, in der eine alte und damit uns vertraute Astrid Lindgren Kinderbriefe beantwortet, hätte man, finde ich, verzichten können. Aber das wollen wir dem Film nachsehen, denn er sendet eine wichtige, positive Nachricht, vor allem in unseren Zeiten. Dass man mit Nächstenliebe und Lebensfreude viel erreichen kann. Viel mehr, als man glaubt. Bis nächste Woche. Ich bin Pfarrer Christian Engels.